Dort, wo Zukunft neu erfunden wird, findet auch Zukunft statt. Und zwar beim DevTreff. Hier treffen im Austausch Technologie und Digitalisierung aufeinander. Also heute haben wir als Themen neuronale Netze. Weiterer Vortrag ist, da geht es darum, ja okay, sollen wir sogenannte Frameworks einsetzen, ja oder nein? Und dann geht es ein bisschen, das ist schon sehr spitzes Thema, um das sogenannte Continuous Integration Improvement. Muss man natürlich sagen, wir sprechen da sehr spitze Zielgruppe an, ja, aber auch ganz bewusst. Aber trotzdem, ich glaube, die Besucherzahlen bestätigt uns auch den Weg. Starten wir mit neuronalen Netzen. Also im Prinzip beruht das Ganze darauf, dass man die Funktionsweise vom Hirn auf einen Computer übertragen will. Also man übernimmt das Ganze vom Hirn, baut die Neuronen und Synapsen technisch nach und probiert es damit dann Probleme zu lösen. Und genau das sind neuronale Netze im einfachen Sinne. Mittlerweile sind Computer schon so weit, dass sie Dinge, die Menschen machen, besser machen können wie der Mensch. Das Ganze fängt an und hat früher schon angefangen unter den Namen AI, Artificial Intelligence, Machine Learning und jetzt ist eben der neueste Fortschritt eben Deep Learning, wo eben dann neuronale Netze eingesetzt werden. Die bekommen Trainingsdaten und lernen dann genauso wie der Mensch, wenn er klein ist, als Baby, muss er einmal wo hingreifen, wo er sich verbrennt und dann weiß er, da darf er nicht mehr hingreifen. Und genauso machen das neuronale Netze eben auch, nur dass sie die öfter verbrennen wie der Mensch normalerweise. Die eigenen Gedanken mobilisieren, aber auf philosophischer Ebene, spielt auch in der Welt der Digitalisierung eine Rolle. Im Programmieren verwendet man Bibliotheken, was andere schon geschrieben haben, was andere schon fertig gemacht haben und die kann man verwenden. Blöd ist jetzt da, wenn du jetzt ein Programm schreibst und nur so externe Sachen reinziehst, dann hast eigentlich, ziehst du auch die Probleme mit einer. Und jetzt solltest du eigentlich mal nachdenken, was kostet mir das eigentlich, dass ich das von den anderen verwende? Was für Probleme ziehe ich mit einer? Und ist vielleicht nicht besser, wenn ich mir selber mache? Das ist einfach dieses Nachdenken, einmal anregen, dieser Kostenfaktor, was kostet mir das jetzt in Zeit, in Energie, in Wut teilweise auch, dass ich sage, hey, das funktioniert nicht. Und mal nachdenken, was brauche ich eigentlich, damit ich das selber mache. Übers Nachdenken werden spannende Ideen geboren. Also ich bin Entwickler und ich versuche den Leuten den Alltag einfacher zu machen. Das ist mein innerstes Bedürfnis. In dem Fall auch für die AllClean schaue ich, dass ich mein Produkt so anpasse, dass es für einen passt. Und in dem Fall brauchen sie ein Gerät, das was sie ins Auto mitnehmen, wo die Leute schon im Auto stempeln, wo alles mitgeschrieben wird. Wo ist das Auto? Wann ist er ausgestiegen? Dieses Gerät gibt es nicht. Es gibt nichts zum Kaufen, das gibt es nirgends. So was kann man machen, wenn man es weiß, wie. Der DevTreff zeigt anschaulich, wie groß die Innovationskraft im Mostviertel ist, aber auch, wie gut Vernetzung im Bereich Technologie und Digitalisierung funktioniert. Wir haben mal so das Ziel formuliert, ja, 100 Teilnehmer zu knacken, ja, wobei jetzt uns ist schon ganz wichtig, dass eher die Qualität bei den Vortragenden auch passt. Ja. Und wenn das für die 50, die dann anwesend sind, also falls es noch 50 sein sollten, passt das auch für uns. Ja. Also unsere größte Bestätigung ist einfach dieses gute Feedback, was wir kriegen von den Besuchern, die sagen, hey, ich komme da immer gern her, super lockere Atmosphäre. Oder wir bekommen auch die Rückmeldung von den Vortragenden, dass es einfach angenehm ist, da oben zu stehen und vorzutragen. Wer Speaker beim DevTreff sein will, alle Infos gibt's auf www.devtreff.io. Dann hat er voll viel